Ja, nach dem 5:0-Sieg haben wir den Torschützen Simon hier. Ja, erklär dein Torjubel, du bist direkt zu deiner Frau gelaufen, habe ich gesehen. Ja, ich schieße eigentlich selten Tore und das möchte man natürlich da mit dem Menschen feiern, den man am meisten liebt. Und das ist momentan sie, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich sollte eigentlich zum Lars laufen, der hat auch direkt gesagt, ich soll zu ihm, aber ich habe sie gesehen, dann bin ich direkt durchgezogen. Dein erster Sieg hier im Pflichtspiel oder im Landesligaspiel, wie fühlt sich das an? Ist der erste Sieg im Pflichtspiel Landesliga und ist überragend. Ich denke mal, heute haben wir gezeigt von der ersten Minute, dass wir in der Lage sind, ein Spiel zu beherrschen, unsere Chancen nutzen, wo wir noch vielleicht noch mehr tun können, vielleicht hätten wir ein das andere Tor besser ausspielen können oder einfach mehr schießen können und es ist wirklich ein überragendes Gefühl. Haben wir gerade schon festgestellt, der Ötze und du, beide 1-0, beide am Torwart gescheitert, was war da los? Ich denke, da fehlt ein bisschen die Routine. Vielleicht ist man da so ein bisschen nervös. Ich habe mir vorher gesagt, wenn ich auf Torwart zulaufe, mache ich den mit Picke durch die Beine. Hat leider nicht geklappt und ja, ich bin leider am Torwart gescheitert. Ihr habt auch hinten gut gestanden. Ich glaube, die hatten nur eine Chance ganz am Ende, wo ihr ein bisschen aufgemacht habt dann oder ein bisschen zu offensiv wart. Ansonsten hinten sehr dicht gemacht. Auch dein Verdienst, wie hast du das gesehen? Also, wie gesagt, mit dem Tom, ich auf der 6 und mit Ötze und Alpay hat die Absprache heute gestimmt. Die haben uns immer wieder zurückgeholt. Ich habe den Tom geleitet, er hat mich geleitet und das hat einfach heute wirklich gepasst. In der ersten Halbzeit habe ich Remscheid gar nicht gesehen, hat gar nicht stattgefunden. Und klar, die eine Chance, irgendwann ist klar, dass man die Kraft vielleicht nachlässt, dass man vielleicht einmal unaufmerksam ist. Und dann kam die Chance zustande, aber das haben wir trotzdem auch gut gelöst. Aber der Ötze muss das Tor schießen, oder? Guck gerade hier zu. Der Ötze muss das 6-0 machen, oder? Ja, auf jeden Fall muss er das, die Hütte machen. Das sehe ich gar keinen Zweifel. Hat auch vorher gesagt, er möchte unbedingt machen und jetzt ist er leider gescheitert. Mal gucken, vielleicht zahlt er erstmal zurück mit dem Bier oder so. Gut, dann schauen wir mal nach vorne. Wahrscheinlich das Motto jetzt nicht abheben und nächste Woche wieder genauso weitermachen in Wuppertal wie heute? Also ich hätte heute lieber 1 oder 2-0 gewonnen und dann das Pulver vielleicht nicht verschossen. Klar ist so ein Kantersieg super und gut für die Euphorie, aber wir dürfen nicht abheben, wie du schon gesagt hast. Wir müssen auf dem Teppich bleiben und hoffen, dass wir gegen Wuppertal einfach das schnelle Tor machen und dann wirklich super, wieder souverän stehen. Okay, hoffen wir, dass es so kommt. Dann gönne ich dir noch 1, 2 Bier, vielleicht auch 3 und dann sehen wir uns nächste Woche. Danke dir. Danke.